Hallo Formel-1-Fans und willkommen zu einem weiteren Video. Willkommen zu einem weiteren Teil meiner kleinen Miniserie. Diese Dinge stören mich in F1 22 und ich muss auf jeden Fall nochmal eine Sache loswerden, bevor das Video jetzt hier offiziell losgeht. Es geht vielmehr darum, die ganzen Bugs hier, ich sag mal in Anführungszeichen, zu sammeln, so detailliert wie möglich unten in die Kommentare reinzuschreiben, sogar mit Videos. Also wenn ihr irgendwie einen Twitch-Link oder einen YouTube-Link zu diesem besagten Videomaterial habt, immer unten reinschreiben, gar keine Frage. Und vielleicht gibt es ja den einen oder anderen von euch da draußen, der interessiert ist, das Ganze mal auf dieser Bug-Report-Seite mal zu melden. Ich selber hatte auch schon überlegt, das Ganze zu machen. Das Problem ist nur, und ihr seht es wahrscheinlich im Hintergrund, die Bug-Report-Seite ist bei mir, naja, verbuggt. Es ist kein Witz, aber ich kann beim Artikel nichts auswählen und bei Plattformen geht es einfach nicht weiter. Also ich bin auch so ein bisschen sprachlos, was das angeht. Aber nichtsdestotrotz möchte ich mich erst einmal für eure ganzen Kommentare bedanken, denn das waren schon so einige. Ich versuche es mal so auf so viele wie möglich darauf einzugehen und ich würde sagen, wir legen gleich los. Eine Sache noch. Wenn ihr Interesse habt, könnt ihr mir gerne auf Twitch folgen. Link dazu in der Videobeschreibung. Da mache ich häufiger solche Crossplay-Lobbys und das läuft auch soweit ganz gut. Da sind auch alle auch wirklich sehr fair zueinander und die Stimmung ist auf jeden Fall sehr, sehr geil. Kommt gerne mal vorbei und würde mich auf jeden Fall freuen. Kritikpunkt 1 auf meiner Liste ist das Podium, beziehungsweise mehr so, was den Charakter angeht. Denn entweder haben wir Körper ja und Kopf nein. Oder Kopf ja und Körper nein. Habt ihr sicherlich schon mal gesehen. Da frage ich mich, Gruppenmasters, wie kann das denn bitte schön passieren? In F1 2021 war es nämlich auch der Fall. Aber was mich ehrlich gesagt so ein bisschen beim Podium stört, ist, wieso bekommt der Sieger den Pokal und ein Handshake von einem der Leute, die da oben drauf stehen, aber der Zweitplatzierte, der Drittplatzierte und der Teamvertreter gehen dabei leer aus? Das ist so eine Sache, die ich nicht verstehe. Auch die Hymne. Gut. Hat die Hymne so ein bisschen was mit Rechte zu tun? Ich denke mal ja, aber das sollte in einem offiziellen F1-Game doch eigentlich doch drin sein, oder findet ihr nicht? Punkt 2 auf meiner Liste, und das habe ich im letzten Video schon angekündigt, der AI Straight Line Speed. Ihr wisst schon, die KI mit gefühlt 1500 PS unterm Arsch. Ja, ganz genau. Also ich kann es beim besten Willen echt nicht verstehen, warum sowas überhaupt passiert. Die KI ist auf den Geraden viel zu overpowered und das natürlich auch im Offline-Modus. Und das einzig Gute an der Geschichte ist, Codemasters hat den Fehler möglicherweise schon entdeckt und sie arbeiten auch dran, was ich so auf Twitter gelesen habe. Die Frage ist jetzt nur, wann kommt der besagte Patch mit diesem Lösungsvorschlag, dass der Fehler dann endgültig der Vergangenheit anhört. Kritikpunkt 3 auf meiner Liste ist, und ich denke mal, viele von euch werden mir da zustimmen, denn in F1 2021 gab es den wirklich häufig und in F1 22 gibt es den auch häufig, der Ego-Dumper. Für alle, die nicht wissen, was das ist ein aufploppendes Fenster, dass das Spiel nicht mehr weitergeht und man die Option hat, einen Bericht zu senden, also ich sende ihn immer. Aber ich muss sagen, bisher kam er bei mir leider schon mal zum Vorschein. Allerdings nur dreimal bisher. Nur. Ja, ein Zuschauer hat mir auch berichtet, dass er den schon mindestens zweistellig hat. Wenn man mir jetzt die Frage stellen würde, Mike, weißt du zufälligerweise, wie man dagegen vorgeht? Das Folgende, was ich jetzt sage, ist nur Spekulation, also nagelt mich bitte nicht irgendwie darauf fest. Ich habe so das Gefühl, das hat was mit der Grafikkarte zu tun. Denn es kann sein, dass die Grafikkarte durch das Game einen gewissen Peak-Moment bekommt, also irgendwie ein, sage ich jetzt mal, ein Höchstmoment, wo dann der Grafikkartenspeicher irgendwie, sage ich jetzt mal, überschritten wird und dann gibt es irgendwie eine Meldung, klack, geht nicht weiter. Deswegen. Auch nochmal Grüße an Master Kiefer. Ich habe die Grafik auch so niedrig wie nötig stehen. Vielleicht ist das der Grund, weshalb ich ihn in Anführungszeichen nur dreimal bekommen habe. Wer weiß, keine Ahnung. Aber daran muss Codemasters auf jeden Fall dran arbeiten, damit der wirklich der Vergangenheit anhört, denn der hat uns oder der macht uns alle wirklich wahnsinnig. Punkt 4 auf meiner Liste, und da muss ich schon wieder anfangen zu lachen, weil ich es einfach nicht glauben kann, dass das wirklich zum Vorschein kommt, also der Reihe nach. Es gibt einen Clip auf Twitter von Patrick Sippos, das ist der alpine E-Sports-Fahrer. Er ist auf der Hotlap in Bahrain unterwegs. Geht ganz normal an seinem Teammate vorbei und Codemasters denkt sich so: Ja, das war ein illegales Manöver. Natürlich, alles klar. Ja, wirklich, höchst illegal. Sehe ich genauso. Ja, und das Geile ist,
Er hat natürlich auch eine zeitliche Begrenzung, das Ganze rückgängig zu machen, was er nicht macht und hätte ich auch nicht gemacht. Und die Strafe, also das ist wirklich der Hammer. In der Qualifikation bekommt er einfach eine 3-Sekunden-Strafe obendrauf. Ich meine, what the fuck, Alter, guck mal, was soll denn das? Warum? Wo in welcher Money Moon-Welt war das bitte illegal? Also da waren locker 5 Meter auseinander und das Ganze ist in der Hot Lap passiert, in der Qualifikationsrunde. Was ist denn? Daran müsst ihr ganz, ganz dringend arbeiten, weil die eSports Series steht ja bevor und dank eines Zuschauers habe ich auch mitbekommen, dass unsere Version und die eSports-Version eine völlig andere ist und da soll auch Gerüchten zufolge einiges gemacht worden sein. Also wenn der Zuschauer das Ganze alles noch weiß, kann er gerne unten in die Kommentare mal für uns alle mal reinschreiben, was da alles gemacht worden ist. Das wäre wirklich super. Und damit kommen wir auch zum fünften und letzten Punkt. Das ist etwas, was ich am Sonntagabend auch auf Twitter gelesen habe. Grüße gehen raus an den ehemaligen Haas-E-Sportler Jan Fehler, der mit dem aktiven Formel-1-Fahren in F1 22 nämlich aufgehört hat. Und das Interessante daran ist, dass er jetzt Broadcaster für die Apex Online Racing, also kurz AOR, ist. Und die waren halt in Imola unterwegs. Und ich zeige euch jetzt mal hier im Hintergrund mal den Clip. And I tell you what, he will have to get. Okay, hang on. Let me just check the race director right now. I really want to see. You know, all I wanted to do was select the race director. And that's what I did. And then the game just decides, you know what? No. Let's try again. There we go. Gelbevan did pick up a penalty for track limit. So that's 3 seconds, right? How do I get out of this? Wait, how do I get out of this? I cannot. Are you kidding me? Are you kidding me? I literally cannot get out of this menu. How what? I I'm This is the worst Formula One game I've ever seen in my entire life. You can't you I I can't get back in the race. I'm sorry, guys. This is all we have right now. We can just look at the gaps. In the background, we see some drivers going around. I can't deselect the menu. I can't go back. I cannot close the menu. I'm pressing escape. I'm pressing start on my gamepad. I'm doing everything. I can't do anything. I'm trying to get on Steam overlay on and off. It doesn't work. I'm stuck in this. All we have is this right now to see what's going on. I'm very sorry. I did not know that I'm not allowed to look into the race director as a spectator. And assume this could also be a warning for all the drivers out there during the race, don't look into the race director because then you might not be able to get back in your car. Codemasters, what the fuck? Ihr habt es wirklich gerade gesehen. Also, er geht in die Rennleitung, um was zu checken, geht wieder raus. Naja, und das Spiel lässt ihn nicht rauskommen. Ich meine, what the fuck? Warum? Was? Wie? Hä? Warum? Warum? Warum geht das nicht? Ne? Er hat nur eine Taste. Ihr seht es im Hintergrund. Er hat nur eine Taste zur Verfügung. Und das ist ja halt Auswahl. Also kein B, kein Start drücken oder was weiß ich was oder was weiß ich was. Das geht einfach nicht. Codemasters, bitte so schnell wie möglich beheben. Das geht wirklich nicht. Also, ich spiele ja jetzt schon seit 12 Jahren Formel 1 und ich habe auch seit 2010 alle F1 Games gekauft. Aber solche Bugs, die letzten beiden, die machen mich einfach sprachlos. Und ich kann beim besten Willen einfach nicht glauben, dass es die überhaupt gibt, beziehungsweise dass die in F1 22 überhaupt zum Vorschein kommen. Das muss bearbeitet werden, so schnell wie möglich, denn der Spielspaß leidet auch so ein bisschen darunter. So, liebe Leute, das soll es mit dem Video gewesen sein. Dankeschön, dass ihr euch das von vorne bis hinten angeguckt habt. Und wenn ihr den Kanal gerne supporten wollt, könnt ihr das gerne machen. Ihr wisst ja wie. Und dann sehen wir uns nächste Woche zu einem neuen Video wieder. Dann wird es aber mal ein etwas anderes Video, auch ein Top 5 Video. Aber ich habe mir da schon was überlegt, denn diese Sache, die ich da behandle, ja, die macht mich schon so ein bisschen sprachlos, beziehungsweise ich kann es nicht verstehen. Naja, ihr könnt ja gerne mal unten in den Kommentaren raten, was es möglicherweise sein könnte. In diesem Sinne, macht es gut, bis dann und ciao.